Ja, dann weiß er genau. Ja, gut. Kameraden. So. Ich mache erstmal eine Einleitung. Ne? Also, moin, herzlich willkommen. Wir sind heute hier beim Frank Herbst und quatschen einfach mal so ein bisschen wie immer über sein Leben und was er so gemacht hat im Punkrock. Ja, ja. Danke für die Einladung. Wir befinden uns hier im edlen Yoga- und Ankleideraum meiner Frau, weil sie hat uns verbannt. Also hässliche Vögel wie wir, sagt sie, will sie nicht unten bei sich haben. Ja. Ja, Punkrock habe ich angefangen, richtig. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal so zwischenzeitlich einen Rentenbescheid gekriegt und da fiel mir auf, wann ich meine Lehre angefangen habe. Echt? Ja, ich war immer felsenfest davon überzeugt, ich hätte am 1. August 78 angefangen, aber nein, es war zwei Wochen vorher, am 15. Juli, musste ich so feiern, nur weil da fing der Punkrock-Scheiß nämlich letztendlich richtig an. Weil als ich die Lehre anfing... 78, Alter. 78. Da war ich ein Jahr alt. Ne, da musste natürlich auch in eine Berufsschule gehen. Obwohl ich, sage ich mal, von 30 Mal Berufsschule gehen, 29 Mal nur bis zum Bahnhof kam. Ne, danach habe ich leider den Weg nicht mehr gefunden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich dann so einen komischen Vogel gesehen, der auch bei mir in der Klasse war. Lederjacke an, so komisch... Spitzhaare, habe ich gedacht, was geht, Karneval schon vorbei, was ist das, ne, hin und her. Aber irgendwie habe ich da keine Ruhe gelassen, so, ne, also man war neugierig, ne, und ja, ich sag mal, große Fresse hatte ich früher schon, da habe ich den einfach angesprochen, ne? Ich sag mal, bist du für ein Vogel? Ja, Punkrock hier, hat mir alles erklärt, sagt, wenn du Bock hast, kommst du mal mit zu mir nach Hause. Ja, direkt, wo ich mal in der Schule war, denn eine Mal, direkt nachmittags zu ihm nach Hause, der hat in Oberhausen in der Innenstadt gewohnt. Und dann Sex Pistols gehört, ja. So eine Gänsehaut, das war's. Genau darauf hatte ich gewartet. Weil ich hatte sowieso vorher schon immer etwas andere Musik gehört, halt ein bisschen härtere, damals AC/DC, ja. So Slade, ne, auch Sweet und so, ne, also aber jetzt nicht so dieses ganz typische. Ich meine, so 78, da war ja noch nicht so viel mit Punk und... Ja doch, da war schon viel Punk, ja? Natürlich in Deutschland nicht ganz, ja, so, ne? Aber das, ich glaube Sex Pistols, ich meine, die Scheibe wäre sogar schon ein Jahr oder vielleicht sogar noch einen Tacken länger schon raus gewesen. In England. Ach krass. Ne, das habe ich aber auch erst nachher erfahren, weil für mich war das natürlich alles komplettes Neuland. Aber wie gesagt, das war meine Musik. Ich habe, wie gesagt, Gänsehaut gekriegt und der Typ da, Udo hieß er, werde ich nie vergessen, Udo Lamos, der war eh verrückt, der so ein kleines Kinderzimmer so in dieser Raum hier, hatte dann so einen hohen Schrank, dann springt er auf den Schrank und springt von da aus auf sein Bett, das ganze Bett zusammengebrochen, der hat in der Bude da rumgerotzt und alles. Also echt? Unfassbar, der Typ, aber irgendwie trotzdem super sympathisch. Ne? Also, ich hatte damals in der Schule auch so einen Kollegen, den konnte ich erst absolut nicht leiden, weil der Punk war. Weißt du, ich war ja eher so ein bisschen anders gestrickt. Ja. Und dann, der hatte auch immer so einen Iro. Jens hieß der, falls du das siehst. Der war auch, der hatte eine Ratte immer auf der Schulter und so. Und ich meine, bei mir war das jetzt so Anfang der 90er. Ne? Ja. Das war ja schon eine Nummer anders. Ne? Aber wie Punk hast du nie was am Kopf gehabt? Nee, so ganz früher nicht. Ne? Ich bin ja eher so... Ja, durch Onkels und die ganzen Geschichten bin ich da so reingerutscht. Mhm. Ne? Und ich sag mal, hier im Pott war ja auch die Gesinnung halt schon eine andere, sag ich, ja, mal. Dadurch, dass hier hauptsächlich viel, ja, ich sag mal, ne, Einwanderer und so, ne, da, ja, hast du ja früher alles hier ordentlich gehabt. Ja, und da hattest du ja auch in deiner, klar, früher schon Probleme mit. Ja, sicher, da hast du ja hier in einer kleinen Welt gelebt, ne? Du, ja, bist zur Schule gegangen und warst heilfroh, wenn du dann als sowieso schon Freak, sag ich mal, ne? Ich, ja, meine, ich war jetzt kein Skinhead zu der Zeit, aber halt anders. Ich habe schon meine Klamotten gehabt, ne? Und bin schon rumgelaufen wie nicht jeder so, ne? Ja. Ich hatte dann keine, ach, ja, richtig, also hier musstest du ja am Anfang, wo ich dann als Punk rumlief, da musst du auch aufpassen, ne? Also allein durch die Stadt, ne? Natürlich auch durch Ausländer. Und das hat also schon damals absolut nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern nur die Spacken wollten uns auf die Fresse hauen und wir haben uns gewehrt. Das war einfach, also ich sag das immer so, also aus meiner Erfahrung war das früher so, ich habe in meiner kleinen Welt gelebt, ne? Ich habe, also, ne? Da war hier dein Viertel, deine Stadt, das war schon der Rand der Welt, sag ich mal so, ne? Ja. Du bist ja nie irgendwie... Ich sag mal, als Schuljunge bist du ja nie irgendwie rumgekommen. Da bist du ja nicht jedes Jahr mit deinen Eltern irgendwie in Urlaub gefahren oder hast sonst irgendwas gemacht. Fernseh gab's, leider, Fernseh, ja, Internet, die ganze Sache, ne, die gab's ja alles nicht, ne? Und ja, also, ich wird ja immer oft gesagt, so,
Wenn man sich früher auch als Punk oder als, ja, das ging ja, war schon vielleicht ein bisschen anders, aber ich sag mal, in Anfangszeit des Punks hier, zumindest in Oberhausen, ja. Wenn du dich gegen Ausländer gekloppt hast, dieses Track, ja, du wärst Ausländerfeind. Mhm. Es war nicht. Es waren in dem Sinne leider halt überwiegend Türken. Aber wir hatten genauso gut Türken bei uns in der Gang drin, die auch selbst Punks waren und damals auch, ich weiß ja gar nicht, hier mit der ganzen Genderscheiße, darf ich jetzt Schwarzer sagen oder was soll ich jetzt sagen? Sag, was du willst. Ne? Da, sag mal, ey, da du war ein Typ, der war, weiß nicht, 2 Meter, rote Bondage-Hose, ja, schwatt wie die Nacht, super Typ. Ne? Also wir haben drauf geschissen, welche Nationalität, entweder waren die Typen scheiße, dann haben sie auf eine Bierde gekriegt, oft haben wir auch auf eine Bierde gekriegt und Ende Gelände. Ja. Heute kannst du jetzt aber gar nicht mehr sagen, halt sofort wieder ausländerfeindlich. Ja, natürlich, aber so Sachen wie ausländerfeindlich und so, das kam früher gar nicht auf, das Wort. Ohne Scheiß. Also es gab da nicht viele Fronten, die befährtet waren. Ne? Also es gab halt, du hast halt deine Probleme gehabt und mir war es auch scheißegal, mit wem ich meine Probleme hatte, weißt du? Ich hab halt diesen aber es war halt bei mir zum Beispiel so, ich sag mal, so über den Daumen gepeilt, 90% davon, wenn ich Ärger hatte, waren mit Ausländern. Deshalb hatte ich meine Meinung, verstehst du? Ja. Ich bin ja auch in so einem Türkenviertel groß geworden, weißt du? Ich war ja mit Türken zusammen gewohnt. Ich war ja, aber bei mir war das schon krass. Also das war, ich war einer von drei deutschen... Hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, sicher. Also ich war einer von drei deutschen Jungs so, ne, und... Die, also ich hab's da, wir haben es da auch versucht, weißt du, so ich hab ab und zu mal versucht, bin so hingegangen oder als ich ganz klein war, ne, so wollte mit denen spielen und so. Und das war immer nach kurzer Zeit war das so, die haben dich halt nicht akzeptiert, ne? Ja, du warst halt der Deutsche und die haben dich immer nur versucht anzustiften, irgendeinen Scheiß zu machen, weißt du? Und die haben sich kaputt gelacht. Und das war bei uns, war das schon, also die waren nicht wirklich offen so, ne? Und ich war natürlich auch. Gearbeitet, ne? 10 Jahre bei Thyssen. Ja. Ich sag jetzt mal, ich weiß nicht mehr genau, da waren. Insgesamt 10 Ausländer, davon 5 Türken, ja. 2 Italiener, 3 Griechen. Bis auf ein richtiges Arschloch waren die alle okay. Ich war damals auf türkische Hochzeit. Ne? Meinst du, wie ich da eingelaufen bin? War ich auch schon mal. Totenstille. Totenstille. Ja? Ich habe gedacht, jetzt hat er der letzte Stunde geschlagen. Ne? Also wirklich. Ne? Und ja, mein Gott, und nachher hast du dann zusammen da irgendwo an der Theke gestanden, hast ein schönes Effes getrunken. Selavine. Also, ja, sicher. Bei mir war immer so, ich habe die eigentlich immer nur. Danach beurteilt, ob ich mit denen klarkam. In der Lehre war bei mir auch schon anders. Ne? Also als ich in der Lehre kam, ich war ja auf dem Bau, ne? Ja, wir hatten alles gemischt, ne? Marokkaner, Jugoslawen, also damals Bosnier waren das und man darf ja nicht vergessen, dass alles Mögliche, verdammt ne? viele deutsche Arten. Und da war das natürlich schon wieder eine ganz andere Sache. Aber so als Kleinkind oder ich sag mal so in der Schule noch, ne? Vor der Lehre, das war schon echt übel. Also wir hatten eine Hauptschule direkt daneben an die Realschule, wo ich drauf war, ne? Das gab immer. Ne? Und dann in dem Viertel und sowieso in so einer Kleinstadt, in der ich gewohnt habe hier, ne, in Herten. Ich musste immer gucken, wo ich hingehe. Ne? Ja gut, so war das halt. Mach mal weiter, da war jetzt der Ausländerblock. So war das halt. Wir kamen da drauf wegen dem Punk. Ja, ne? Und wie gesagt, also, da wurde ich, sagen wir mal, mit dem Virus infiziert. Mhm. Und irgendwann so Anfang der 80er habe ich dann auch mitbekommen, so, dass man Fansigns macht und sowas. Und ich wollte eigentlich immer selber ein bisschen was dazu beitragen. Und dann habe ich, ich weiß jetzt nicht, 82, 83, erste Fanzine gemacht, Krawall hieß das. Ja, so typisch damaliges Layout, also irgendwo Möpse ausgeschnitten und all so eine Scheiße aus der Praline, weißt du? Ja, ja. Nee, und dann hast du eine Schriftgröße von 78 gehabt, ne? Ja, gut. Dann ungefähr auf eine jeder 4 Seiten 8 Wörter aufgekriegt. Ja, ja, ja. Und dann aber, immer so ausgeschnitten auf, ne? Also geil. War großartig. Ja, sicher. Hat wirklich heute ist das Kunst. Schere und ich meine, auch. Gearbeitet, ne? Ja. War großartig. So hat man natürlich dann Kontakte in ganz Deutschland knüpfen können. Mhm. Was ich auch sehr geil fand. Ne, weil dann wusste man auch, wenn du irgendwo in einer anderen Stadt kamst, du kanntest mit der Zeit irgendwelche Leute, wo du mal immer einkehren konntest, was ich also als sehr geil empfand. Ne? So nicht irgendwo gucken, wo musst du heute pennen oder so. Das ist ja heute immer noch so. Also ja. Ehrlich, also wenn du wirklich... Ja, nur damals war es ja noch neu. Ne? Mittlerweile, sag ich mal, die DIY-Szene, die ist ja viel enger verstrickt durch Internet etc. Ne? Heute, mein Gott, wenn du irgendwo bist... Du kannst 30 Leute anrufen, theoretisch, wo du schlafen kannst. Ne? Ja, 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 stimmt schon. Aber war schon, ne, schon eine ziemlich geile Sache. Dann habe ich da, glaube ich, so, weiß ich nicht, 10, 12 Ausgaben rausgebracht. Aber habe das Heft damals eigentlich hauptsächlich aus dem Grunde gemacht, um mit anderen Fansignern zu tauschen. Mhm. Ne, also
Ich habe die auch immer kopiert. Ich hatte damals das Glück, dass ein guter Kumpel bei Weber Thyssen arbeitete, der da so die Kopien durchjagen konnte. Ne? Da gab es auch immer nur so, grob gesagt, zwischen 50 und 100. Hast du die noch, die Dinger? Nee, ich habe die irgendwann mal alle entsorgt. Ich mein, ja, ich könnte mich im Arsch beißen. Aber weißt du, irgendwann, du hast die Bude voll und dann musst du dich mal echt irgendwie trennen. Das fällt mir jetzt schwerer als damals, als ich die weggeballert habe. Weißt du, so im Nachhinein denkt man, alte Sau, jetzt will mal so von hier nur ein Exemplar aufbewahren. Du bist schon Homo, ey. Ja, aber ich glaube, da bin ich aber nicht alleine. Ja, aber ich hab, was ist denn hier los? Ich habe auch noch so einige. Hast du alles aufgebracht? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Ich hab, zum Beispiel nee, nee, ich habe alles. Also, ich habe fast gar nichts. Also das, was ich selber gemacht habe, und das ist ja nicht viel über im Laufe der Jahre, also nicht so im Gegensatz zu dir, da habe ich kaum was von. Ich habe noch, letztens auf meinem Rechner habe ich noch so einen Ordner gefunden, da war meine alte Internetseite drauf, die ich damals da gemacht habe. Fotos. Also auch das Design, das habe ich ja, das hast du ja damals so als komplette Seite abgespeichert und dann hochgeladen. Das war ja noch mit Frontpage von Microsoft, so richtig Scheiß halt, ne? Ja, aber da war das. Ja, weißt ja noch, ja, wie das aussah. Da hast du da deine 16-Bit-Grafik und Aber du hast Spaß gehabt, wenn du ja, Fotos sicher. Von Konzernen gesehen genau. Hast, ne? Und da sind, glaube ich, auch deine Fotos immer hochgegangen. Ja. Die du damals gemacht hast. Wir haben jetzt die Tage haben wir noch geschrieben auf Facebook. Da hast du die vom Euse Weekend. Ja. Und ich war fest der Überzeugung, dass ich die gemacht habe. Ja, nee, aber die hatte ich von dir anscheinend. Ne? Ja, anscheinend. Und, wir hatten ja auch viel früher, ging ja auch immer hin und her. Ja, ja, genau. Dann schick du mal deine paar Fotos und die hast du ja gar nicht aussortiert. Dann hast du die direkt das war grade, hochgepackt. Das war gerade so, Euse Weekend, das war so Anfang der 2000er, 2003 bis 2005, glaube ich. Da kam das gerade so mit den Digitalkameras. Da fingen wir dann. Da fing er, ja genau, also Weekend, da fing das gerade an. Also hier habe ich einmal Euse Weekend 3 und einmal 2. Da müsste eigentlich auch ein Datum draufstehen. 2 habe ich glaube ich gar nicht. Nee. Da oben steht glaube ich Datum drauf, oder? Nee, da steht nur noch die AOL vom Halloween Mike. Mein Fernrohr. Nee. Nee, schade, steht. Ah doch hier, 2003, 26.09. Ja, und das 3 war ja ein Tag in Köln, oder beziehungsweise glaube ich erst in Düsseldorf und dann in Köln. Ja, war das so? Weiß ich ja, nicht. Ja, aber hier steht kein. Städten, weil da habe ich mich noch so damals schon gewundert. Ja, Köln versus Düsseldorf. Und Düsseldorf war ja jetzt. Steht auch kein Datum immer drauf. So ein bisschen. Doch. 27.03.2004. Siehst du? Ja. Und danach kamen Sounds of the Suburbs, die Geschichten. Das war ja quasi das Anschlussding, ne? Oder war das? Ne? Man müsste auch mal hier eine Kamera halten, damit man die auch sieht. Ja, das waren hier zum Beispiel so VHS-Kassetten, die du. Die haben wir gefilmt, da kommen wir gleich noch zu. Ne? Ja, wie das gesagt, bei den also Fansigns dann. Ein paar davon haben wir auch noch, ey. Ne, wie gesagt, habe ich dann so ein paar Ausgaben gemacht. Dann weiß ich gar nicht warum. Dann habe ich das mal kurz umbenannt in die letzte Hoffnung. Da habe ich fünf Ausgaben. Ich muss sagen, die letzte Hoffnung, der Name fiel mir wirklich damals einfach so ein. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam oder warum ich überhaupt das Zeilen umbenannte, nur irgendwann hörte ich dann, aber Jahre später irgendwas, dass er da auch irgendwas mit dem Dritten Reich zu tun haben musste, die letzte Hoffnung. Ja, keine Ahnung. War mir aber auch wurscht. Jedenfalls habe ich noch so 5, 6 Ausgaben gemacht und da habe ich sogar mal eine drucken lassen, richtig? In München-Gladbach in so einer Druckerei. Da habe ich damals mal richtig fett 300 gemacht, die auch dann richtig wegging. Ne? Dann habe ich noch mal ein paar Mail oder so bemustert. Schwarz-Weiß oder Farbe? Nee, alles nur schwarz-weiß. Ja. Und das war auch früher schön. Du hast zum Beispiel Vinylboogie in Berlin, ich weiß nicht, ob der das noch was sagt, war so ein guter Mailorder, da konntest du viele Deutschbank-Singles kaufen. Der hatte auch schon sehr viele Ami-Sachen da, natürlich damals, da kostete eine LP 24 Mark. Da hast du den 10 Signs geschickt und konntest dir zum Beispiel eine LP. Ne, wurde dann auch da getauscht, ne, war natürlich auch eine feine Sache. Ne? Ja klar, das ist geil. Ne, dann haben wir die Jochans Tape Show ins Leben gerufen. Das waren Kassetten, ne? Das waren Kassetten, also 1090er Kassetten, die ich immer mit meinen blöden Kommentaren gefüllt habe und immer neue Platten aus der Szene vorstellte. Also praktisch wie eine Radioshow. Ja. Genauso wie ich auch später die Radioshow gemacht habe, lief das da nur auf Kassette. Ne? Und das hat echt immer viel Arbeit gekostet, so, weil ich hatte dann so einen richtig teuren Walkman geholt. Ne, da musstest du erst die Ansage machen, dann Stopp, Kassette raus, Kassette wieder in eine Anlage rein, dann da die Musik so, da war nichts, weißt du, so mit Mischpult und so. Ja. Das war alles wirklich hundertprozentige Handarbeit noch. Ja. Und das lief insgesamt, ich habe mal letztens, hat mich noch die Margit von Wie Weit Records angeschrieben. Die hatte noch ein paar alte gefunden,
Und da waren wir schon bei Nummer 148. Also kannst du dir ja ausrechnen, jeden Monat kam eine raus. Also ich bin also der Überzeugung, also ich habe die leider auch irgendwann mal alle entsorgt, aber wir, also da war auf jeden Fall die 150, war definitiv am Start. Ne? Also kannst du sagen, ne, 12 im Jahr, weißt du ja, wie lange die Scheiße lief. Ne, und ich hatte immer so um die 100, 120 Leute, die ein Abo hatten. Mhm. Ich hatte immer 3 Ausgaben für 10 Mark damals gemacht, inklusive Porto, also das war alles DIY. Ne? Und die Leute haben Spaß gehabt. Ich hatte ein bisschen Zeit. Also vertreibt. 3 Kassetten immer für für 10er. Ja. Porto. Ja, sicher. Ne? Ich meine, die Zeit darfst du ja sowieso bei nichts beirechnen. Da durftest du früher nicht. Genau hast, ihr wie. Hast du da auch so Cover gemacht oder hast du die einfach so blanko geschickt? Nee, ich hatte am Anfang immer richtige Cover gemacht, auch immer unterschiedlich. Die hat damals der Kalle Stille gemacht, der auch heute noch für den Ochs schreibt. Und irgendwann, weil ich merkte natürlich, ich brauchte ja jeden Monat was Neues. Er hatte damals auch sein eigenes Fanzine gemacht. Er hatte ein Label, er hatte ein Tape-Label. Und so, und dann haben wir uns darauf vereinigt, dass er mir praktisch so ein Standardcover macht, wo immer so ein kleiner Kreis frei war, wo ich dann immer nur die jeweilige Ausgabe reinschreiben konnte. Ne, dann war das dann wenigstens nicht ganz blanko. Ja. Ne, aber so die ersten. Und dann hast du die ausgeschnitten und da reingepackt immer? Ja, wie so ein richtiges Cover, ne? Also ich hatte dann immer auf dem DIN A4 Blatt 3 Cover und die hast du dann. Alter, da warst du ja richtig wochenlang da Gas gegeben, ne? Das war DIY und das hat auch verdammt Spaß gemacht. Nur irgendwann war dann natürlich auch vorbei. Dann habe ich 89 Jochans Records gemacht. Hä? Weil irgendwie habe ich damals, ich weiß nicht, sagen die Richies irgendwas? Ne, aus Duisburg, alte Ramonsband. Ja, ja, genau. Da stand das Musikzelt hier in Oberhausen, war ja so eine. Ja, Alternativdisco, sag ich mal. Yeah. So ein großes Musikzelt. Musikzirkus. Ja, gab ja 2. Einen am Stadion Niederrhein, einen, was hier ist, noch Straße stand und so. Ach so. Und da habe ich den Axel kennengelernt. Das war der Bassist und Sänger. Und der hat mir einfach mal so ein Tape gegeben, einfach nur um zu hören. Und da war ich so geflasht und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit gesagt, wir machen eine Platte zusammen. Hm. Da habe ich dann eine Platte rausgebracht, eine 3 Song 7 Inch. Wie lief denn das früher? Ey, du hast ja, ich meine, ging ja nicht so mit Internet und hier und hin und her. Ja. Und dann auch so selbst eine Platte rauszubringen. Also bist du einfach, hast du dann so ein Presswerk angeschrieben? Richtig. Mit der Post oder was? Oder angerufen? Und dann, angerufen. Und dann hast du mit denen dann einen Deal am Telefon gemacht? Die haben dir Preislisten zugeschickt. Ja. Und dann stand da drin 500.000 mit Schwarz-Weiß-Cover, mit farbiges Cover, mit Schwarz-Weiß-Etikett. Wieder ja, 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 ist, sag ich mal, ne? Und das war, ich meine, in der Nähe von Schwerte, das Presswerk. Da bin ich dann damals mit meinem alten Golf, bin ich dann da hingefahren und habe den ganzen Golf dann voll gemacht. Ne? Also ich hatte da gab es auch noch mehr Presswerke als heute. Ne? Ich hatte eine 1000er Auflage gemacht. Ja. Krass. Ja, davon waren, glaube ich, ja, eine schwarz und weiß, orange und pink, glaube ich, habe ich gemacht. Ja, und die waren dann auch innerhalb von 3 Monaten ausverkauft. Ah. Naja, aber auch wirklich durch eine sehr gute Hilfe von Vibyte, die Platte auch für mich vertrieben haben. Die hatten früher einen großen Mailorder. Naja, und wie gesagt, innerhalb von 3 Monaten, dann hatte ich überlegt, nachpressen, aber ich wollte ja auch wieder was Neues machen. Naja, dann haben wir uns nachher mit Vibyte geeinigt. Der Thomas Isler, der Betreiber des Labels, hatte mich dann gefragt, ob ich ihm praktisch die Single abtreten würde gegen Klein Obolus. Naja, und ich wusste ja auch, dass meine Mittel sehr klein waren und ich wusste, da ist auch für die Band wesentlich besser, dort unterzukommen. Und die haben da, glaube ich, noch 3 LPs rausgebracht oder so. Ja. Und sind ein bisschen gewachsen. Natürlich nicht richtig, aber das lag eher an die Faulheit der Band als an der Mutter. Ja, die haben früher so kleine Touren gemacht wie mit Schließmuskeln und Abstürze, Brieftauben und so eine Scheiße. Ne? Ja, dann habe ich dann insgesamt auf diesem Label 4 Singles. Also wie gesagt, Richies Single, dann 2 Singles von Anastasis, das war so eine Punk-Hardcore-Band aus Duisburg auch. Die habe ich damals auch im Eschhaus kennengelernt in Duisburg, so eine alte, richtig geile Bunker-Location. Ne, dann, was hatten wir noch, Subway Art, das war so melodischer englischer Punkrock, die kam aus Luxemburg. Mhm. Dann einmal aus Österreich, ja, das war irgendwie, ja, da hatte ich mir mehr von erhofft, weil die Band damals wirklich total gehypt wurde, mir die Musik auch gefiel, aber die ging eher so Richtung, ja, ich sag mal, so ein bisschen Emo-Scheiß. Wie hieß sie? Seven Seahawks.
oder 7-2, wie man es ausspricht. Also 7 und dann Slogs. Ne, die hatten auch noch eine andere Band, Target of the Mind oder so hießen die. Waren damals in Österreich und Münchner Raum total bekannt und so in dieser Hardcore-Szene auch total gehypt worden. Die lief gar nicht. Und dann habe ich noch eine großartige LP gemacht und zwar mit Blatant Jobs aus Holland. Also das hörte sich, wenn du die Augen zugemacht hast, hast du gedacht, das wäre die neue Agnostic Front. Ja. Unglaublich geil. Ja, mit denen gab es damals dann so ein bisschen Zoff, weil die wollten unbedingt ihre Sachen jemand anders geben. Habe ich gesagt, ist kein Thema, aber da müssen mindestens ein paar Taler für die Matrizen kommen, was damals so üblich war und auch keine riesen Vorstellung von Geld. Ne? Und ne, ich müsste denen die schenken und dann habe ich gesagt, fickt euch. Ja, und da habe ich mich damals dann mit dem Typ alleine geeinigt vom Label. Ja, und da habe ich dann extra bei der Band gemacht, ich sage, gibst mir 10 von den Platten und dann Arschlecken. Ja. Weißt du? Ich musste mich so lachen. Ich habe mich letztens noch mal so im Internet ein bisschen mich umgeschaut und habe dann gesehen, dass Blatant Jobs diese LP als Eigenproduktion anbieten oder anpreisen. Ja. Ja, als ob sie die rausgemacht hätten, die Homos. Aber ja, wie gesagt. Ja, Pisser hast du überall mal, ne? Ja. Ne? So ist das, ey. Ja, da waren wir bei Label. Dann habe ich mal einen Flessy Bomb noch. Ja, gut. Ne? Was anfangs wirklich richtig geil war. Ich weiß, also ich kenne die. Muss man wirklich sagen. Ich habe da schon öfter mal so Geschichten gehört, dass es am Anfang richtig, richtig. Nein, es ist ja klar. Wenn dann ein Projekt startet und so, ne, und du machst da so, und du ziehst halt mit so ein bisschen auf oder bist da mit dabei in den Anfangszeiten, ist immer geil. Also bei Bands ist das ja auch so. Die auch auf alles geschissen haben, die wirklich gut untereinander befreundet waren, sicherlich. War natürlich immer der eine ein bisschen enger wie mit dem anderen, das hast du ja überall, das hast du ja selbst bei euch in der Band, dass du vielleicht mit dem einen noch 3 Tacken mehr machst als mit dem anderen, normal. Nee, aber das war wirklich richtig, richtig gut. Die Veränderung kam dann meiner Meinung nach so ein bisschen, als dann ein, zwei Leute davon leben wollten. Nee, dann war es nicht mehr so geil und ja, irgendwann hat man sich einfach getrennt. Warum, habe ich jetzt gar keinen Bock zu erläutern, ist uninteressant. Ja. Das war 2002, ich weiß gar nicht, ja, kannst du direkt lassen. Lass mal Luft aus der Flasche hier. Nein, das war 2002. Autofahrerbrause. Bin ich dann da ausgestiegen. Ja. Und dann musste ich aber unbedingt was Eigenes machen. Natürlich auch alleine, um denen zu zeigen, so nach dem Motto, ne, du kannst auch alleine was machen, du bist jetzt nicht angewiesen auf Blessy Bomb, wie auch immer, im Endeffekt. Absoluter Kinderkram, so, ne? Weil wenn du Bock hast, was weiter zu machen, mach weiter. Ne? Und ist immer so eine Sache, ne? Ja. Man muss ja halt immer abwägen. Aber ich wusste genau, ja, Prost. Was mal die Flasche überhaupt nach hier. Aber ich wusste nur genau, es sollte kein Printheft werden, weil, also diese Herstellung des richtigen Printheftes lag mir nie. Konnte ich gar nicht. Wüsste ich gar nicht mit Layout, mit Sätzen und so etc. Und dann habe ich damals den Frank Köhler gehabt, der hat auch beim Plastic Bomb gearbeitet. Und der hat dann gesagt, ich mache dir eine Homepage. Die Crazy United Homepage. Die Crazy United Homepage. Also Crazy United kam mir sofort. Also Crazy, weil ich halt crazy bin. United, weil ich eigentlich immer schon für Punks und Skins stand. Und deswegen war sofort, ich weiß nicht, aber das war innerhalb weniger Sekunden sofort Crazy United ist der Name. Ja. Ne? Ja, und dann hat er mir die eingerichtet und dann hat er so entwickelt. Ich hatte natürlich wann war das denn? 2002. Genau, irgendwann 2002. Ist die so aufgeploppt, die Seite. Mhm. Und 2002 habe ich auch diese eine Seite da gemacht, die Parole Spaß Geschichte. Genau, Parole Spaß, ja. Ja. Großartig. Was ein Scheiß. Großartig. Aber das ist großartig, ne? Aber wenn ich mir so überlege, wie ich als 20-Jähriger da geschrieben habe, ne? Ja, und, aber mein Gott, ich war ja auch. Alter, wenn ich das heute lese, wie gesagt, ich habe da noch so ein paar Konzertberichte von, ne, von irgendwelchen. Aber wenn ich mir die Videos heute angucke, da schäme ich mich heute noch fremd für. Hm. Obwohl das lustig ich schäme mich war. Da gar nicht richtig Nein, für. Nein, schäme ich jetzt übertrieben gesagt, aber dann denkst du auch manchmal, meine Fresse. Weißt du so, was hast du da für eine Scheiße gelabert? Aber weißt du, vor allem, wenn du immer stratzenvoll warst, jetzt auch. Wenn einer die Videos. Nüchtern noch hätte ich ja das Mikrofon gar nicht gefunden. Ohne Scheiß, Alter, wie besoffen du denn immer warst du teilweise, ne? Du hast da und rumgelallt sagen, und irgendein Scheiß gelabert. Ja. Und ich muss dazu sagen, also viele könnte, oder man könnte jetzt meinen, ja, der hat immer gesoffen, weil er sonst Lampenfieber hat. Aber ich muss ehrlich sagen, das war überhaupt nicht der Fall. Aber das Problem war, ich hatte natürlich immer das Glück, dass ich mitgenommen wurde.
dass ich gerne gesoffen habe. Und leider wurden ja die Interviews erst immer dann geführt nach Ende. Und dann habe ich natürlich um 4,8 Grad. Ja, und dann, wenn du manchmal überlegst, ey, mein Gott, was ich da auch für eine Scheiße gelabert habe. Ne, aber ich muss dann trotzdem... Aber es ist witzig, ey, ohne Scheiß. Das ist ja witzig, mega witzig. Sag, das ist ja so wie mit allem. Du musst Humor haben, um überhaupt in der Szene da irgendwie klarzukommen. Das stimmt. Und austeilen kann ich, einstecken musst du dann auch. Und insgesamt, also wie wir jetzt reden, so reden die meisten von diesen Videogeschichten. Die fanden es lustig, das gab es für kleines Geld, das war sogar immer limitiert. Ja. Nur in Absprache natürlich mit den Bands, ne? Aber ja, wie gesagt, war eine schöne Zeit. Aber auch eine verdammt volle immer. Aber nochmal zu Crazy United zurückzukommen. Deine Schwenks sind geil. Ne? Also, ja, wir kommen ja hin und her. Ist da viel, ist da halt immer dieses... Na sicher, erzähl einfach, erzähl. Obwohl man natürlich immer chronologisch vorgeht, um sich das so selber in Erinnerung zu bringen. Ne? Ja. Wie gesagt, die Homepage gibt es heute noch. Wir haben ja heute 2021 und also das kann ich jetzt schon offiziell verkünden. Nächstes Jahr im September wird definitiv Schluss sein. Da geht Crazy United in Rente, weil ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich werde nächstes Jahr im September 60, Crazy United 20. Und ich finde, für mich persönlich ist das ein schöner Abgang. Ja. Und Celery. Okay. Also, machst du denn da selber noch viel online so bei der Geschichte? Ja, du hast ja auch viele Leute, die da so mitmachen und so. Richtig, ne? Ich habe super viele Mitschreiber und habe ich auch jedem gesagt, wenn wir über dieses Thema sprachen, ohne diese Mitschreiber wäre Crazy United schon lange tot. Ja. Weil A, hätte ich gar nicht die Zeit, selber in den ganzen Sachen reinzuhören, um zu reviewen, weil wir kriegen doch noch einiges so an Review-Material. Also ich habe jetzt einen Stamm von 6 Mitschreibern. Ja. Ne, Roland kennst du auch. Ja. Der schreibt zum Beispiel, der Weiße zum Beispiel, den kannst du gut Hardcore in der Hand drücken. Genau. Ne, ich habe natürlich auch geguckt, dass ich immer Schreiber für jede Richtung finde. Hm. Weil es heißt ja nicht, sag ich mal jetzt aggressive zum Beispiel, könnte ich jetzt schlecht jemand geben, der Deutschpunk hört. Weil der sagt, boah, was soll ich mit so einer Pisse? Ja. Aber eure Musik ist ja nicht Pisse, sondern ihm gefällt die nur nicht. Und das ist für mich ein Unterschied. Ja. Ne, wenn einer den Musikstil mag und er zerreißt eine Band, dann ist er ein Homo. Genau, dann ist er einfach nur ein Arschloch. Ne, aber dann nein. Ist es fairer. Ja. Auf jeden Fall, also genauso gut, weißt du, wenn ich jetzt solche Psycho-Billy höre, hasse ich wie die Pest die Musik. Ja. Habe ich immer schon gehasst, weil konnte ich noch nie was mit anfangen und ich könnte da auch nicht zu schreiben. Also wäre das ja gegenüber der Band doch total unfair. Ja, klar. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kumpel, der wohnt auch in Essen, der macht zum Beispiel überwiegend so Ska-Geschichten und Psycho-Geschichten. Mhm. Ne? Und wie gesagt, aber ohne die Leute, wie gesagt, wäre schon lange tot. Weil ich habe auch, wie gesagt, nicht mehr die Zeit dazu und auch keinen Bock mehr, jede Scheiße anhören zu müssen. Also da bin ich müde geworden, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir ist halt so, also ich höre hauptsächlich fast nur noch Spotify. Wenn es irgendwas auf Spotify nicht mehr gibt, dann höre ich das gar nicht mehr, weil ich höre fast nur noch Musik im Auto, ja. Zu Hause so gut wie gar nicht mehr, also selten. Ja, und raus gehst du ja auch nicht mehr. Also hörst du nichts. Ne? Aber zu Platten wären wir dann beim nächsten Thema. Crazy United Records gab es ja auch. Stimmt. In Zusammenarbeit mit Sunny Bastards. Und, aber da hast du nicht so viel rausgebracht, ne? Ja, letztens hatte mal irgendwie so ein Typ, der hatte irgendwie so eine Biografie rausgebracht und wollte dann wissen, wie viele Sachen ich zum Beispiel mit Sunny Bastards rausgebracht habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte das gar nicht sagen. Ich sag, schreib mal die Sunny an. Ich hatte dann nur mal in meinen Unterlagen nachgeguckt, also in meinen Platten. Und ich, Arschloch, von manchen habe ich noch 2, 3, aber irgendwie fehlen mir noch 2 von den sanften Dingern. Die muss ich mir mal irgendwie nachholen, so blöd wie das ist. Aber da möchte ich schon eine komplette Klamotte von haben. Ja, okay. Nee, aber ich meine, es wären so 20, 22 Schallplatten gewesen, die wir zusammen gemacht haben. Doch, so viel. Ja, da waren unter anderem Stomper dabei, Pöblonke Socks, Gimpfist. Was war dein Part dabei bei dieser Rausbringerei? Was hast du denn dazu? Also ich sag mal, der Christian hatte mich damals gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und so, dass du dafür halt auch ein bisschen Werbung gemacht hast. Richtig, und Werbung gemacht. Ich habe meinen Namen dafür zur Verfügung gestellt, ja. Weil er wollte damals anfangs kein Vinyl machen. Ach so. Und ja, das war ja da lief alles dann ganz easy ab. Ne, und wenn mal so, dann, ja. Ich glaube, die ersten beiden Releases liefen
ausschließlich, glaube ich, unter Crazy United Records, aber dann mussten wir irgendwie aus steuerrechtlichen Gründen dann, haben wir dann so gemacht, so Crazy United, a Division of Sunny Bunny. Okay. Das habe ich dann so ins Spiel gebracht, ne, weil, ja, wie gesagt, das musste ja alles so vernünftig laufen, damit du keinen Ärger mit dem Finanzamt bekommst und so, ne. Aber so habe ich jetzt kein großes Geld da reingesteckt oder so. Und irgendwann war das auch einfach vorbei. Da hat man sich wirklich, muss man sagen, im Guten getrennt. Gab ein, zwei Gespräche, wo jeder mal so seine Meinung. Mir gefiel einiges nicht, ihm auch nicht. Aber das war vollkommen easy. Ne, also da braucht keiner ankommen, versuchen da irgendwie was reinzublubbern. Ich hatte vorher schon mit dem Gedanken gespielt, dem Christian mal zu sagen, dass ich aufhöre. Aber so, das ist ein blödes Gefühl. Weißt du, wenn du so jemand gut kennst und so, was zusammen gemacht hast, so dann zu sagen, ich kenne das. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit war Töfte und da muss ich auch wirklich sagen, da bedanke ich mich immer noch für, dass wir da ein Stück gemeinsam gegangen sind. Ne, und da, weil du gerade über Spotify sprachst, als ich dann, ich habe ja auch immer die Testpressung hören müssen, hören wollen, hören müssen, wie auch immer. Ja. Und da muss ich mir erstmal wieder so einen kleinen Schallplattenspieler kaufen, um die Scheiße überhaupt abzuhören, weil ich habe keine Anlage mehr. Ja, wie auch nicht. Nee, ich habe keine mehr. Die hat mich mal irgendwann, ging die meinem Arsch und dann hast du dir einfach nichts mehr Neues gekauft, oder zumindest bei mir. Genau dasselbe wie mit CDs. Ich habe auch keinen CD-Player mehr zu Hause. Ich habe ein ganzes Regal voller CDs. Die höre ich nicht. Ja, CD-Player, wenn überhaupt, ne, kannst du ja über einen DVD-Player laufen. Ja, aber auch dasselbe. DVD, wann gucke ich mal eine DVD? Wenn hier Klamotten sind, läuft alles über Spotify. Ne? Ich habe gerade mal wieder. Bei mir auch. Noch mal so ein oder paar alte Platten gehört. Und wenn es um DVDs geht zum Beispiel, ich gucke nur noch Netflix. Ja. Also ich war früher mal ein großer, was heißt großer, aber habe einige Blu-rays gesammelt auch, ne, und so. Ja. Seitdem die ganzen Streaming-Dienste da sind. Ja gut, wenn du jetzt so Szene-Sachen hast, die gibt es halt nicht auf irgendwelchen Portalen. Ne? Dann hast du schon mal noch eine Blu-ray, die habe ich zu Hause. Ja. Ne? Keine Ahnung, hier zum Beispiel, das wäre natürlich geil gewesen, wenn du das noch, nicht jetzt auf Blu-ray, aber als DVD irgendwie. Ja, ich habe die DVD noch. Ich habe die noch extra auf DVD gemacht. Ja. Da gab es damals auch noch so eine limitierte Geschichte. Lad die doch mal hoch, die Sachen. Lad die doch mal hoch, stell die doch einfach so zur Verfügung. Ich krieg die nicht mehr kopiert. Ich habe das mal versucht. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Das geht bestimmt. Ja, da müsstest du einen Fachmann haben. Ja, wenn du willst. Da müsstest du einen Fachmann haben, definitiv. Also einfach, blöd gesagt, irgendwelchen Punkt zu geben, der da einfach nur sagen würde, weiß ich, mach dir das mal eben, Kind sagt ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich hätte ja dieses in Rheinberg da, wie hieß das nochmal? Carry On Oi. Ja, Zuff. Zuff Rheinberg. Da war auch ein geiler Laden, ne? Auf jeden Fall. Da haben wir auch richtig, da haben wir richtig Spaß gehabt. Viele gute Abende und Nächte verbracht. Der war zwar am Arsch der Welt, aber das hat er ja immer gezwungen, da auch zu pennen im Auto, weil du wolltest ja saufen wie ein Tier. Und, Käse, Ratzke. Ja, wo wir da immer draußen gegrillt haben, auf so Billiggrills und dann haben wir so eine Halfpipe oder so eine Rampe war da, so eine Skateboard-Scheiße. Und dann haben wir da unsere Autos geparkt und haben dann die Mucke aufgedreht, dann haben wir die ganze Nacht draußen Party gemacht. Konzert war meistens hinterher nur noch Nebensache. Und dann, das war richtig gut. Und das Ding habe ich ja auch gefilmt. Habe das dann auf DV-Kassette gehabt. Mhm. Und habe mir dann damals, habe ich das versucht, auf den Computer zu übertragen. Das war schon scheiße, weil da immer so ein, weißt du, der Sound kam halt später wie das Bild. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen so. Aber dann habe ich das so halbwegs irgendwie hingekriegt, dass das auch, hatte ich auf so einem Rechner. Aber dann habe ich das als DVD gebrannt. Aber damals hattest du dann, wenn du so einen DVD-Brenner hattest, hat er dir immer so ein Menü eingerichtet und so mit Nero oder so ein Scheiß, ne? Dann hast du so ein Klickmenü gehabt, wenn du es in den DVD-Player geschoben hast. Und dadurch ging das nicht mehr, das zu vervielfältigen. Okay. Der hat das dann also so als Unikat oder so gebaut. Ja, ich habe da auch keine Ahnung davon. Ja, bei unserem Video. Und ich habe es tatsächlich hingekriegt, dass ich das nochmal als normale Datei, du musst halt umformatieren, sag ich mal. Rendern. Der wollte mir auch noch irgendwie was brennen. Aber er hat wohl ja heute im Moment weniger Zeit so. Er hat mir auch gesagt, hätte das und das und das noch. Ja, ich sag mal, ich bin eine Kopie fertig. Einfach nur jetzt für mich persönlich, als persönliche Erinnerung. Ne? Aber sowas könnte man zum Beispiel machen, verstehst du? Dass du so ein Punkrock-Portal aufmachst und einfach nur uralte Videos, Dokumentation, so Selfmade-Sachen von Leuten, die du so. Aber heute ist schon ein Problem, da hochballerst. Bei diesen Videos, da sind ja auch einige dabei, die du heute gar nicht öffentlich machen könntest, allein aus. Ja, was sagt man da? So, aus rechtlichen Gründen schon nicht mehr. Wenn so Bands sind, ja klar, wie Sonderschule, Broilers, Toxpack und so. Ja, und? Alle, die ein bisschen größer sind, die das ist nicht mehr so einfach, dass du die einfach hochlädst. Das ist anonym.
Sind ja gute Kollegen. Die Arschlöcher, die können wir umbringen. Da sind bestimmt auch noch welche dabei. Müsste ich mal so die ganze Zeit durchgehen. Sind eh alle Homos. Naja, aber weil ernsthaft, das wäre wirklich nicht so einfach. Ich meine, damals mit den DVDs, das hatte ich dann mit den Bands abgesprochen, weil die Nachfrage war da, ob wir diese Sachen alle nochmal auf DVD machen können. Dann habe ich die Bands alle nochmal angeschrieben. Aha, okay. Und habe gesagt, hört mal. Ja. Weil ich meine, man muss auch dazu sagen, es waren ja immer drei Songs einer Band, die wir gefilmt haben, plus Interview. Ja, genau. Ne? Und da wusste auch jede Band, was war. Jede Band, jedes Bandmitglied hat immer ihr Freiexemplar gekriegt. Mhm. Ne? Das wurde auch wirklich für eine kleine Marie abgegeben. Und wenn man dann die Arbeit sieht, Spritgeld, tralala, hast du da nichts verdient. Wollten wir ja auch nicht. Ja. Hat ja auch gar keiner vorgehabt. Ne? Nur weil manche mal gesagt haben, weißt du, die haben ja gedacht, du hättest da 500 Stück von gemacht. Ja, ich glaube, die waren auch limitiert. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel. Ich glaube, 150 und so. Und die DVDs haben wir dann, wie gesagt, nochmal alles auf DVD gemacht. Das hat dann ein Kumpel gemacht. Oder war der Mike das sogar? Ich weiß es nicht mehr. Und da haben wir dann wirklich nur 100 Stück gemacht. Exakt 100 Stück. Und da sind wirklich, also schwöre ich, beim Leben meiner Kinder wirklich, da ist auch nicht 101 rausgegangen. Mhm. Wirklich nur 100. Und die waren natürlich dann innerhalb weniger Tage weg. Ne? Da wollten noch ein paar Mailorder, ne, 10 haben und so. Ne? Ja. Die waren ruckzuck weg. Ne? Also da muss man schon sagen. Aber, ne, aber jetzt waren wir bei Label, ne, da müssen wir wieder kurz einen Schwenker machen, wegen der Platte, ne, weil ich ja die Testpressung hören müsste. Ja. Dann war dieses Kapitel Label abgeschlossen. Dann gab es Crazy United Radio. Gab es ja auch. Ich habe ja damals mit Plessibomb Radio gemacht. In Duisburg, gemacht. Ne? Ja. Ich habe ja damals mit Plessibomb Radio gemacht, mit Sven und mit Vasco. Das läuft heute, glaube ich, immer sogar noch. Macht der, glaube ich, der Sven und Vasco noch? Der Vasco auch noch? Ja, Vasco okay. Auch, ja. Die machen da noch, glaube ich, einmal im Monat oder alle 14 Tage, weiß nicht. Kann doch sein, alle 14 Tage. Ich glaube, wir sind immer einmal im Monat dahin gefahren, haben zwei Sendungen hintereinander aufgenommen. Unter welchem Namen läuft das jetzt? Also nicht mehr unter Crazy United? Nee, da war ja noch unter Plastic Bomb. Achso. Plastic Bomb meinst. Ja. Plastic Bomb. Crazy United war nur, weil ich ja dann auch weg war. Wir haben da, das lief ja auf Radio Welle Sturmflut, schimpft sich das, Duisburger Lokalsender. Und der Tom hat immer die Sendung aufgenommen. Zu Plastikbomb-Zeiten. Und den hatte ich einfach mal gefragt, hör mal, ich bin nicht mehr beim Plastikbomb, könnte ich das jetzt nicht als Crazy United weiterlaufen lassen? Ne? Ja, und dann wurden wir uns schnell einig. Dann lief das dann. Dann habe ich das da auch ein paar Jahre gemacht. Und dann irgendwas. Aber Punkrock Radio hast du nicht gemacht, ne? Das war doch der, war der nicht der Spiller? Hat dann ja nicht immer irgendwas gemacht? Punkrock Radio, ne, der Spiller hatte bei mir mitgemacht. Ja? Ja. Irgendwo war ich mal damals im Radio live drin und da haben wir immer gechattet und so, haben wir voll die Scheiße geschrieben. Ja, da wird dann bestimmt gewesen sein, wo wir die Sache damals bei Impact gemacht haben. Ja, Impact Radio war das. Ne? Weil das war ja auch, wie gesagt, wir haben ja dann erst also im öffentlichen Radio ne, in Duisburg gemacht. Ne? Aber dann war da auch irgendetwas Rechtliches, was nicht mehr ging, weil ich nicht aus Duisburg kam oder so. Ja, hört sich blöd an, aber ist wirklich so. Und irgendjemand so noch von der alten Plessibomb-Crew musste, ich sag jetzt mal mit meinen Worten, musste für mich bürgen, damit ich die Sendung machen konnte. Aber durch die Trennung damals war das dann natürlich alles nicht mehr so geil. Auf jeden Fall konnte ich da die Sendung nicht mehr machen. Und durch Zufall hatte ich mit dem Hardy von Impact gesprochen. Und der sagte, weißt du was, ihr könnt die Sendung bei uns aufnehmen, wir können die hochladen. Ne? Und dann haben wir das noch da, von da aus ein paar Jahre gemacht. Und man muss sagen, die erste Impact-Radiosendung, die wir da gemacht haben, da ist der Server abgestürzt, weil der so viele Zugriffe hatte. Ah. Ne? Also wir hatten, also im Nachhinein haben wir das mal so durchgerechnet. Beim Radio konntest du das nicht so die genauen Zahlen benennen, aber so ungefähr. Also wir hatten bei Impact-Zeit ungefähr 5 bis 6 Mal so viele Zuhörer wie im öffentlichen Radio. Ne, weil ihr bessere Werbung gemacht habt, oder? Ne, weil hat sich rumgesprochen. Hat sich rumgesprochen, wurde eher wohl angenommen, weil die Sendung musstest du dir praktisch immer auf der Homepage von Impact. Der hat ja genau, du musstest sie streamen, genau. Ne, du konntest sie natürlich auch live hören. Ja. Genau. Aber da haben wir ja, wie gesagt, haben wir oft geschattet, Pillemann, Arschloch, hast du nicht gesehen. Der war ja immer lustig. Und der Hardy hatte die ja nachher irgendwo, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, hat die ja irgendwo hochgeladen und dann konntest du die noch immer
Wenn du jetzt heute Nachtschicht gehabt hättest, hättest du die morgen oder nächste Woche da noch anhören können. Und da hatten wir wirklich eine super Resonanz. Ja, und irgendwann hat sich das natürlich auch zerschlagen dann, ne? Aber das ging auch dann irgendwie. Aber sowas ist interessant, weißt zehn, du? Ja, ich würde sagen, so insgesamt, so Radiogeschichte jetzt, würde ich auch sagen, so auf 10 Jahre, definitiv kommt man da mit Plastikbomb zusammen, ne? Also bestimmt, wenn nicht sogar noch länger. Ja, heutzutage machen ja alle so einen Podcast jetzt. Ne? Ist ja, Podcast ist ja jetzt... Ist ja im Endeffekt ähnlich, ne? Nur dass sie dann da sitzen und keine Musik einspielen. Das ist natürlich jetzt so ein Corona-Ding, ne? Ja, im Moment viel, ja, aber gab es ja auch schon vorher. Ne? Ja, aber jetzt extrem. Mhm. Ich empfinde es vielleicht als so. Ja, nee, es ist wirklich so. Was ich jetzt gar nicht abwerten. Guck mal, warum wir jetzt hier sitzen, ist auch wegen Corona. Das finde ich jetzt gar nicht abwertend. Ja. Ne, nur manchmal, finde ich, ist mir lieber mehr. Ne? Aber okay, man hört sich natürlich auch alles nicht an, deswegen kann man natürlich auch jetzt nicht sagen, ist es wirklich gut oder schlecht. Ja. Und was ist gut und was ist schlecht, liegt auch immer im Auge des Betrachters, ne? Oder des Hörers da bezogen. Ne? Also ich meine, ich habe schon ein paar wirklich gute Podcasts gehört und manche, die habe ich nach 10 Minuten ausgemacht, weil die mich persönlich nicht angesprochen haben. Genau wie mit Musik, die müssen nicht scheiße sein, aber ich konnte damit nichts anfangen. Im Moment höre ich immer den Pete. Kennst du den Pete-Cast? Nee. Also, das ist ein Tätowierer hier aus Essen. Ja. Und der hat auch zig Hardcore-Bands gespielt und so. Und der macht einen richtig geilen Podcast. Warte mal, ich guck mal eben hier auf das Video, ob das noch läuft. Alter. Aus? Jetzt sag nicht, dass ist. Nee, läuft.